Modelle, was immer du auch willst, easy peasy mit einer PNG-Datei. Los geht's! Das erste, was wir benötigen, ist eine PNG-Datei von einem beliebigen Objekt, was du auch modellieren möchtest. Diese kannst du ganz easy einfach per Drag-and-Drop-Verfahren in deinen Bildschirm ziehen. Falls das bei dir nicht funktioniert, gehst du links oben über Edit, dann unter dem Punkt Add-ons, rechts unter der Suchlupe und gibst ein Import Image as Planes. Als nächstes ziehen wir unseren Cube mittig zu unserem PNG-Bild, so dass wir es im Endeffekt leichter bearbeiten können. Ich benutze grundsätzlich noch zwei Modifier dafür. Einmal Subdivision Surface und bei Bedarf auch nochmal Mirror Modifier. Je sauberer ihr arbeitet, umso besser ist euer Ergebnis. Danach tun wir den Mirror Modifier und die Subdivision Surface Modifier applyen. Als nächstes gehen wir in den Tabulator-Modus, drücken dann U und wählen dann Project from U aus. Rechts unten dann auf Materials klicken, geht unter Base Color, gelben Button drücken und wählt dann Image Texture. Beim Image Texture links nochmal hier eure PNG-Datei auswählen. Als nächstes geht ihr dann hoch auf UV Editing und dort passt eure Modell dem Bild an. Und voilà, so schnell kann modellieren sein.